Was denn jetzt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Dieser Morast ist voller Gestrüpp. Vielleicht verbirgt sich dort ein Weg zu dieser Mine. Vielleicht weiß Quina mehr. Irgendwo im Gestrüpp. Also schönen Dank auch. Ja, ne? Kleiner, aber scheiß Hinweis. Ja, aber egal. Nein, wir müssen, wenn ich mich recht entsinne, hier irgendwie lang. Quina, wo gehst du hin? Ich rieche Frösche. Lass die Frösche Frösche sein und hilf uns, den Eingang zu finden. Hier lang liegt's so, ne? Genau. Zu den Fröschen. Frösche-Mampf. Ja, hier sind Frösche. Warte. Frosch. So, Mine. Eingang auf. Jetzt ist er mir wieder weggeflutscht. Hey Quina, vergiss die Frösche. Schau doch, das ist doch der Eingang zur Mine, den wir gesucht haben, oder nicht? Sieht so aus, ja. Den habe ich vorher noch nie gesehen. Sieh dann, gehen wir da wirklich da rein? Aber hallo, wie wir da reingehen werden. Vielleicht kommen wir so zum äußeren Kontinent. So, und da wollen wir rein. Ups. So, jetzt aber. Und hier runter. Fossilienmine. Ah, ich habe schlechte Erinnerungen an den Ort, ehrlich. Da ist irgendwas. Es ist so dunkel, ich kann nicht erkennen. Ah, was ist jetzt los? Und da kommt ein Wagen. Jetzt kommt es aber knüppeldick. Ups, ups. Ich weiß nicht, ob ich gegen den kämpfen will. Deswegen renne ich jetzt hier einfach mal. Ich werde wohl gegen den kämpfen müssen, oder? Nee? Hopp. Und er fällt runter. Man könnte wahrscheinlich gegen den kämpfen. Ist halt die Frage, ob man den so früh halt schon schafft. Tut mir leid, wie ein bisschen in Ordnung. So halbwegs. Vorsicht. Weg da, Mampf. Das war aber haarscharf. So was Blödes. Nun ist sie futsch, die schöne Droschke. Wer ist da? Lani. Ich hab dich gesucht, Prinzessin Garni. Wer ist denn die hübsche junge Dame? Auf zu balzen sie dann. Jawohl. Ich bin Lani und ich bin auf der Suche nach Prinzessin Garnet auf Befehl ihrer Majestät. Was möchte Mutter denn von mir? Aber eins schon mal vorweg, nach Alexandria kehre ich nicht zurück. Naja, eigentlich ist die Königin auch gar nicht so sehr an dir selbst interessiert. Was soll das heißen? Vielmehr an dem Gegenstand, den du aus dem Schloss entwendet hast. Ich bin mal so dreist und verlange ihn zurück. Ihre Majestät besteht da nämlich darauf. Nein. Aber, wir wollen doch nicht unvernünftig sein, oder? So viel Glück wie vorhin hast du kein zweites Mal. Wenn du weißt, was gesund für dich ist, dann gibst du ihn mir. Also sei brav und rück dieses verfluchte Teil raus. Dieses Höllengefährt vorhin hast du also auf uns gehetzt. Der Junge kapiert schnell und naja, wenn die Prinzessin dabei umgekommen wäre... Tja, im Schloss hätte wohl niemand geweint. Was willst du damit sagen? Er kapiert wohl doch nicht so schnell. Als ich meinen Auftrag erhielt, hieß es jedenfalls nichts von und der Prinzessin darf keinen Fall etwas zustoßen oder so ähnlich. Aber Mutter würde doch niemals... Ruhe jetzt. Also nun gib schon her die verdammte Kette oder muss ich erst handgreiflich werden. Jetzt wird's interessant.
Und was ist, wenn sie nein sagt? Ihr Schwachköpfe, jetzt habe ich so langsam die Schnauze von euch voll. Auf geht's, Kampf gegen Lani. Ich wollte eigentlich leveln, verdammt. Egal. Ich hoffe, das schaffe ich noch. Jetzt habe ich Pech gehabt. Ich habe hier gespeichert in Lindblumen. Und dann hauen wir jetzt einmal auf Lani. Mach's dir nicht so schwer, gib mir die Kette. Ich klaue jetzt wieder nicht, weil ganz ehrlich, ich bin mir ein bisschen zu blöd. Erora. Das finde ich jetzt gar nicht toll. Die Erora, was? Huch. Hi, Magie, Vita, Limi. Und auf Lani drauf. So, was machst du jetzt? Eisra. So, Angriff. Hi, Magie, Vita. Ganz schön hartnäckig, ja, ne? Viel Leben dürftest du nicht mehr haben. So. Quina ist auch noch dran. Was machst du jetzt schon wieder? Blitzer. Na dann, machst du Blitzer. Das hättest du aber auch auf Quina machen können, jetzt mal ehrlich. Nochmal 1000. Was tust du da? Schau dich! Ich mach 1000 Schaden. Und Quina macht 700 Schaden. Also ich weiß ja nicht, ne? Aber die hat verdammt viel Leben, finde ich gerade mal so. Für so am Anfang. Hey, sie geht nicht mehr nur auf Dings. Lili. Na, das war's. Ihr seid stärker als erwartet. Tja. Dicke, schwere Axt heißt nicht, dass du gewinnst. Alleine habe ich mich da wohl etwas übernommen. Na, dann erstmal einen strategischen Rückzug. So, dann wollen wir mal. Der Weg ist noch weit. Wir haben noch ein paar Potions. Okay. Ich weiß, bestimmt hätte man von ihr irgendwas Tolles klauen können, aber ich bin nicht so der Fan davon. Gargantula. Ich denke, die können wir benutzen. Ja, die können wir auch benutzen. Irgendwann. So, dann sind wir hier im nächsten Abschnitt. Okay, dann hier hinten rein. So. Da ist jemand. Schwarzschürfer, hey, habt ihr euch verlaufen oder ist es etwa auch? Habt ihr es etwa auch auf die Schätze hier abgesehen? Schätze? Sagtest du gerade, es gibt hier Schätze? Worauf du aber einlassen kannst, in dieser stillgelegten Mine hier, da sollen massig Edelsteine und Fossilien verborgen liegen, kein Witz. Jetzt sag mir bloß nicht, das wüsstest du nicht, was würdest ihr denn sonst hier wollen? Glaub mir, Schätze sind uns im Moment reichlich egal, wir haben aber gehört, man könne von hier aus zum äußeren Kontinent gelangen.
zum äußeren Kontinent? Was wollt ihr denn da? So ist das also. Naja, in diesen Höhlen hier sind dermaßen verzweigt, wo die letztendlich genau hinführen, das weiß wohl keiner so genau. Soweit ich weiß, geht es da drüben tiefer ins Innere, aber glaubt mir, das wird kein leichtes Unterfangen. Genauso wie ihr hergekommen seid, so müsst ihr euch mit Hilfe der Gargantula durch die ganze Höhle schlagen, aber das Vieh hat leider seinen eigenen Willen. Wenn ihr euch einfach nur an der Gargantula festklammert und euch von ihr transportieren lasst, dann landet ihr garantiert in irgendeiner Sackgasse. Wollt ihr, dass sie dahin läuft, wo ihr auch wirklich hin wollt, so müsst ihr die Schalter benutzen, so wie den da drüben. Was haben denn die Schalter damit zu tun? Diese Schalter bedienen die einzelnen Fontänenlöcher an den Wurzelgabungen. Die Gargantula ist nämlich etwas empfindlich gegenüber Wasser. Wenn ihr also mit dem Schalter eine Fontäne öffnet auf der Route, die ihr nicht nehmen wollt, beeinflusst ihr so die Gargantula. Übrigens ist dort Schalter Nummer 2. Müsst ihr tiefer ins Innere der Mine, müsst ihr den umlegen. Aha, und wie kommen wir zu dem Schalter? Naja, jetzt aber ein bisschen Eigeninitiative müsst ihr schon zeigen. Schließlich bin ich Schürfer, kein Touristenführer. Ihr müsst von dort drüben die Gargantula nehmen. Da drüben ist Schalter Nummer 1, die müsst ihr umlegen. Achso, alles klar, danke für die Auskunft. Ich will jetzt aber trotzdem nochmal hier runter, weil, genau, da sind meine Freunde. Abgenippelt, aber erstmal nochmal Mullbinden und Bettruhe. Angesagt, aber schon sobald ich wieder fit war, hatte ich schon wieder meinen Reiserucksack gepackt. Jawohl. Kaufen. Genau. Also am besten ihn immer. Hoch. Was? Ah! Moment. Mann. Bisher empfangene Briefe lesen. Ich langweile mich so. Von Kupo an Mock. Ich langweile mich so. Deswegen habe ich jetzt irgendwo versteckt. Glaubst du, findest mich in dieser Höhle? Kleiner Tipp, such mich in der Wand. So. Und jetzt überreichen. Ein Brief von Kupo Mob. Kumob. Mob? Ja. Hurra, danke, tausend Dank. Seeskin hat mich besucht. Er sagt, er hätte einen Ort entdeckt, wo es lauter interessante Dinge gäbe und dass er dahin geht. Und dann war er auch schon wieder weg. Aber wo genau er jetzt eigentlich... Wo ist er jetzt eigentlich hin? Lass mich wissen, wenn du etwas weißt. Ob er wohl nach Lindblum ist. Er steht direkt neben dir. Du Held. So, okay, hier haben wir normale Items zum Aufstocken. Dann speichere ich hier nochmal. So. Gut. Dann haben wir das auch. Und ich werde jetzt hier dann leveln. Ihr müsst es ja irgendwo Level, also Gegner geben. Gucken. Ist hier schon Gegner? Ich meine ja. Gegner. Ich weiß, dass hier auf jeden Fall Gegner sind. Irgendwo. Aber hier irgendwie auch noch nicht. Gehen wir mal noch ein Stück weiter. Doch, hier sind schon welche. Okay, dann werde ich hier wirklich leveln. Ich wollte gucken, ob hier welche sind. Aber gut. Also dann. Was auch immer es für Viecher hier sind. Ach, ich glaube, ich erinnere mich. Und ich meine, die konnten böse Sachen machen. Okay, das Feuerer war unnütz. Dann waren es nicht die Gegner. Aber ich meine, es gibt hier Gegner, die können stoppen. Und Stopp ist gar nicht toll. Der wird zwar nicht überleben, aber probieren wir halt mal, ob wir den fressen können. Ich
gleich den anderen, dann sollte der überleben. Ach, überleben beide, oder? Umso besser. Level 4 Sanctus gelernt, also. Noch was Anständiges gelernt. Oh Gott, die können auch noch Gravitas. Was können die eigentlich nicht, die Viecher? Ehrlich jetzt. So. Okay. Gut, dann werde ich hier wohl leveln. Ja, ich werde hier leveln. Sehr schön. Gut. Also. Wir sehen uns dann, wenn ich gelevelt habe, in der nächsten Aufnahme, die wahrscheinlich heute nicht mehr ist. Also, bis dahin, ciao.